Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag aus dem Informationskanal zur vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner, ich bin vedischer Berufsastrologe und jetzt geht es die nächsten 5 bis 6 Minuten um den Aszendenten Stier und zwar den Monat Oktober, wie es denn dort jetzt so aussieht, welche Ereignisse, welche Themen diesen Monat eine besondere Rolle spielen könnten. Ja, vorab nochmal, wenn Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, dann können Sie natürlich mir gerne eine E-Mail schicken. Schauen Sie einfach unterhalb, da finden Sie einen Link unterhalb dieses Videos, denn für diese Kalkulation der Transite für den Monat Oktober benötigt man in der vedischen Astrologie Ihren Aszendenten. Deswegen also, falls Sie Ihren Aszendenten nicht haben, ich teile Ihnen diesen gerne kostenfrei mit. Klicken Sie einfach unterhalb dieses Videos auf den Link, schicken mir Ihre persönlichen Daten, die ich natürlich vertraulich behandle, und dann teile ich Ihnen Ihren Aszendenten mit, der eben in der vedischen Astrologie viel wichtiger ist als wie das Sonnenzeichen, das die meisten aber in dieser Kultur, in unserer Kultur nur kennen. Ja, darüber hinaus möchte ich Ihnen auch sehr gerne mitteilen, welcher aktueller Hauptphasenherrscher Ihre Zeit färbt, denn jede Lebensphase wird einem bestimmten Planeten zugeordnet, der über mehrere Jahre Ihr Hauptphasenherrscher ist. Das ist für jeden auch unterschiedlich und wenn Sie mir Ihre Daten schicken, egal ob Sie jetzt den Aszendenten brauchen oder nicht, teile ich Ihnen auch zusätzlich Ihren Hauptphasenherrscher mit und durch welches Haus der momentan läuft am Transit, denn auch das ist der Lebensbereich, der jetzt viel Beachtung und Aufmerksamkeit haben möchte. Ja, nun ein paar Informationen. Was läuft denn beim Aszendenten Stier den Monat Oktober? Und zwar, wir haben hier zum einen noch, und das wird noch ein paar Monate so sein, den großen Wohltäter Jupiter im vierten Haus laufen, im Löwen, für Sie als Aszendent Stier. Ja, das ist so eine Zeitqualität, wenn Sie die für sich gut nutzen möchten, die hat eher ein bisschen was mit Rückzug zu tun, in sich gehen, innere Arbeit, Selbsterkenntnis, inneres Erforschen, wer bin ich, dieser Frage mehr nachzugehen. Außerdem, ja, das vierte Haus steht ja auch für das Zuhause und für Immobilien. Also wenn Sie überlegen, die Wohnfläche zu erweitern oder einen Hausbeginn anzubahnen, einen Hausbau anzubahnen oder umzuziehen, ja, auch dann wäre das ein sehr gutes Zeitfenster, da der große Wohltäter Jupiter im vierten Haus durch das Transit läuft, wo also diese Energie für gute Sachen in dem Bereich vorhanden ist. Ja, was haben wir denn noch für den Aszendenten Stier? Und zwar, hier sehen wir, dass ab dem 24. Oktober sehen wir, dass sowohl die Sonne als auch die Venus durch das siebte Haus läuft. Und diese beiden haben sind sogenannte Belohnungstransite, denn die stehen für das elfte Haus von ihrem maßgeblichen Haus ausgezählt. Was heißt es? Bei der Venus ab 24. Oktober bis Ende des Monats Oktober ist so die letzte Woche ein Zeitfenster, wo Sie Belohnung darüber erfahren können, wie weise oder wie geschickt Sie Ihren Lebenspfad gewählt haben. Ja? Denn Sie wissen, Sie können ja Ihren Lebenspfad wählen. Also für die meisten ist er der Ehepfad. Ja? Dann gibt es aber auch den Einsiedlerpfad oder den Karrierepfad. Ja? Also wie sieht schwerpunktmäßig Ihr Lebenspfad aus? Und je nachdem, wie weise Sie in Übereinstimmung mit Ihrer Bestimmung und Ihrer Natur diesen Pfad gewählt haben,
erfahren Sie in der letzten Oktoberwoche eine Rückwirkung diesbezüglich. Achten Sie mal drauf, was da so passiert, denn man soll ja auf die Zeichen achten. Und je nachdem, in welcher Qualität Sie diese Rückwirkungen erleben in der letzten Oktoberwoche, wissen Sie, ob Sie auf der idealen Straße für Ihren Lebensweg sind oder ob da eine Korrektur nötig ist, weil es dann doch einmal irgendwie die Ampeln mehr auf Rot gehen oder es zwickt was. Ja? Dann, das Gleiche drückt nämlich auch nochmal die Sonne aus für Sie, die das Gleiche letztlich anzeigt. Wie haben Sie sich um Ihre Inspirationen gekümmert? Welche Lebensziele verfolgen Sie? Und wie gut Sie diese gewählt haben, also und wie sehr Sie auf Ihre inneren... Das wäre fast daneben gegangen. Eine kleine Einlage. Oh. Und zwar mit Wind. Und zwar je nachdem, wie weise Sie das also gewählt haben, Ihr Ziel zu wählen, wie Sie auf Ihre Inspirationen gehört haben, erfolgt auch diesbezüglich eine Rückwirkung. Ja? Denn das Hören auf die eigenen Inspirationen ist ja so wichtig, seine innere Stimme ernst zu nehmen, sich selbst zu vertrauen, damit man seinen Weg geht und nicht den Weg geht, den die anderen von einem erwarten. Ja? Denn dann sind sie auf der Straße Richtung Glück und Freude und Erfüllung. Was haben wir noch für Sie als Stier-Aszendent? Und zwar haben wir noch, im 12. Haus läuft immer noch den Monat der absteigende Mondknoten, Ketu genannt, bei Ihnen durch das Zeichen Widder. Das bedeutet, das hat was zu tun mit Themen, mit den Vorfahren. Also das ist immer noch ein betonter Bereich. Vielleicht wird Ihnen was bewusst bezüglich Ihrer eigenen Vorfahren. Oder Sie entdecken etwas an sich, was eine starke Verbindung mit Ihren Vorfahren hat. Ja? Sie merken, dass Sie 3 Generationen zurück vielleicht Ihre Vorfahren Adelige waren. Es kann natürlich aber auch mit den Großeltern vielleicht Schwierigkeiten anzeigen, ja? Die jetzt möglicherweise verstärkte Hilfe bräuchten. Ja? Also das Thema Vorfahren ist immer noch im Fokus für Sie als Aszendent Stier. Ja, das denke ich mal wären so die maßgeblichen Transite. Wenn Sie also wissen möchten, was Ihr Aszendent ist, weil Sie sich da nicht sicher sind oder Sie kennen ihn nicht, und wenn Sie auch gerne wissen möchten, was aktuell Ihr planetarer Hauptphasenherrscher ist und durch welches Haus er läuft, schreibe ich immer ein paar Zeilen dazu. Klicken Sie unterhalb des Videos auf den Link, dann werde ich Ihnen gerne dies kostenfrei und unverbindlich beantworten per E-Mail. Ihre Daten werden natürlich vertraulich behandelt. Und ja, das war es jetzt mal zum Aszendenten Stier. Und ich freue mich auf ein Wiederhören bezüglich der nächsten Monatsvideos. Das war's von Gerhard Feiner aus dem Informationskanal zur vedischen Astrologie. Vielen Dank.